武器の多さなんて関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Was geht, Freunde der News? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Heute haben wir ein paar richtig coole News und ich hoffe, die Sachen, die verändert wurden, bleiben auch so. Also fangen wir direkt an mit den ersten Nachrichten. Als erstes haben wir wieder eine Info gekriegt zu der Dankeschön-Kampagne. Viel hat sich jetzt nicht verändert. Wir haben halt das neue Banner bekommen. Und wie ich schon sagte, wird es ein Extreme Raid wohl gegen Toppo geben. Und ratet mal, welcher Charakter da den Bonus geben wird. Kleiner Tipp, es ist nicht LF Killing Bites. Auf jeden Fall werden wir hier wieder Heupoi-Münzen abfarmen können, was ja ganz cool ist. Wir werden Extreme-Multiplikatoren und das übliche Zeug halt, plus Heupoi-Münzen. So, was soll ich euch sagen? Und wenn ihr sehen wollt, ob ich den LF Vegeta gezogen habt, dann guckt doch mal hier oben in den Link rein, da findet ihr das Summon-Video. Und wo wir gerade über LF Vegeta sprechen, haben wir hier nochmal sein Kit. Darüber habe ich ausführlich im Video gesprochen. Es ist gar nicht schlecht, aber ja, ich weiß natürlich noch nicht, ob das so richtig ballern wird, ne? Weil hier ist keine erhöhte Kartenziehgeschwindigkeit oder irgendwas, was ihm nochmal ein bisschen Geschwindigkeit gibt. Das ist leider das Blöde und er hat ja auch keinen Effekt wie Ultra Instinct, dass er immer ausweicht, dass er damit irgendwie stallen kann. Deswegen hier ein bisschen schwierig. Mal gucken, ob ich damit was anfangen kann, wenn ich ihn dann gezogen habe. Könnt ihr wie gesagt hier im Video sehen. Ebenfalls gibt es einen Extreme Jiren, der auch von den Effekten gar nicht schlecht aussieht. Wir haben hier auch einen extremen Buff, wenn er in den Kampf kommt. Also ja, der ist auf jeden Fall nicht übel. Ich weiß natürlich nicht, ob er was taugt, aber das werden wir ja sehen. Nach einer eigenen Zufügungsschaden von Verbündeten geht auch noch ab für 15 Zeiteinheiten. Also an sich finde ich ihn nicht schlecht. Er heilt sich auch immer wieder. Bleibt abzuwarten, wie man ihn kombinieren kann. Er hat auf jeden Fall noch eine Farbe, die eigentlich nicht in dem Team fehlt, weil wir haben hier für Universum Survival Saga Gelb und Blau. Und Gelb und Blau sind schon erschienen. Deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum man hier Gelb und Blau gemacht hat. Also hier hätte ich mir gewünscht, dass es Rot oder Grün wäre. Dann hätte es gepasst. Fragt mich nicht warum, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und hier ist nochmal das Summon-System, was sich massiv verbessert hat. Also eigentlich ist es genau genommen so, wie es mal ursprünglich war, bevor es scheiße wurde. Wir haben hier einen 300er Step für 3, einen 500er Step für 5 und einen 700er Step für 7 Charaktere. Insgesamt wird das 3500 Zeitkristalle kosten, ein Step, und wir kriegen einen Step gratis. Bei jedem Step gibt es außerdem eine Medaille und wir landen direkt wieder bei Step 2. Wir müssen also nicht direkt wieder 1000 Zeitkristalle investieren. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall richtig gut, weil wie gesagt, wir haben hier für 3500 Zeitkristalle insgesamt auch 45 Beschwörungen, so wie es früher war. Kann man sich nicht beschweren, man kriegt die Medaillen dazu. Einzig Blöde ist, glaube ich, wenn man... Nee, wobei... Ja doch, keine Ahnung. Man kriegt, glaube ich, man hat... Oder hat man schon Medaillen bekommen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall an sich super in dem Fall. Das Einzige, was mich nach wie vor noch stört, ist das hier. Dass das einfach viel zu teuer ist. Weil, seien wir ehrlich, wenn man einen Multiplikator haben will, ne? In dem Fall hier den 600er beispielsweise. Dann müsste man... Ups, falsch geklickt, Moment, ich habe mich mal eben so rausgeklickt, so, und dann müsste man in dem Fall, ja, einfach 10 Durchgänge machen, das sind 35.000 Zeitkristalle, wer kann sich das erlauben, und vor allen Dingen bis dahin hast du wahrscheinlich eh schon den Vegeta gezogen, dann lohnt sich das gar nicht mehr, das lohnt sich wirklich nur für ein Gorisch, Alter. So, weil für mich zum Beispiel wäre interessant, weil ich habe den Majin Vegeta zum Beispiel sehr hoch. Ich habe den LF Vegeta, hier den, also den Blue Vegeta sehr hoch. So, da würde sich das hier nochmal lohnen, weil die halt alle so eine Schwelle haben. Und das ist halt irgendwie dämlich. So, auch das hier haben die, glaube ich, komplett verringert. War nicht ursprünglich angedacht, dass man 120 Tickets bekommt? Jetzt sind es nur noch 20. Was soll ich mit 20 Tickets, Alter? Das heißt, ich tausche 5 Medaillen ein und habe 100 Tickets? Dann nehme ich doch safe lieber das hier. So, wie dumm. Also das ist nur noch mal interessant, dass man halt
ja, wenn man eine Medaille über hat oder so, sich nochmal Tickets holen kann. Aber an sich, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, es waren also vorher halt 120 Tickets angeplant, was sie ja beim letzten Banner gar nicht gemacht haben und dann das hier. Und ich finde, das ist wieder so eine Sache, warum wird darüber nicht gesprochen? Es wird einfach so schweigend übergangen. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Dann haben wir noch einen limitierten Ausverkauf und ich erwähne das speziell, weil wir in den letzten limitierten Ausverkäufen teilweise bei den Bannern nie die 7,99 Angebote mehr hatten und jetzt ist es wieder dabei. Ich kann euch auch eigentlich nur empfehlen, okay, nehmt dieses 7,99 Angebot, alles andere ist eher so mäh. Dann gibt es noch das 16,99 Angebot für 1000 Zeitkristalle, kann man machen, wenn man jetzt noch einen 1000er über hat, aber ja, lohnt sich vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht. Das ist so das Standardangebot, was die immer mal wieder machen. Ja, dann haben wir ein Event bekommen, so, wo ich mir dachte, so ganz toll, super klasse. Da kann man die Platin-Ausrüstung abfarmen und okay, wer die noch nicht hat und die eine erhöhte Drop-Chance hat, keine Ahnung, kann ich hier nicht sehen. Für den ist das okay, aber Digga, warum hast du das nicht bei Verstärkung hingemacht? Einfach alle Platin-Ausrüstung, alles in einer Dingens drin, sodass du für jede Platin-Ausrüstung ein Event hast und fertig. So, warum muss man das hier nochmal so als krasses Event mit einem einzigen Slot feiern? So, weiß ich nicht. Also, man hätte einfach ein Event machen können, wo die drin ist, dann die von der Movie-Saga und so weiter. Also, alles, was so am Platin-Equip gekommen ist, auch von dem Angry Goku zum Beispiel, hätte man die reinmachen können, wenn die erwacht ist, dazu noch die Sachen zusätzlich oben drauf. Das wäre natürlich richtig nice gewesen. Vielleicht noch Ausrüstungsmedaillen, die man da gewinnen kann, aber das feiere ich jetzt halt nur insofern, dass wenn man halt die Ausrüstung nochmal haben will, also flasht mich jetzt nicht. Die nächste Turnier der Kraft-Season hat angefangen und ich habe leider nicht den höchsten Platz, also einer der höchsten Ränge erreicht. Ich war irgendwie nur so 6.000, 8.000 auf dem Z-Rang. Ich kann euch wieder nur empfehlen, wartet ein bisschen ab, bis ihr so 4, 5 Energie habt. Geht dann auf den ersten Platz, guckt, was der hat und wenn ihr die Charaktere nicht habt, dann geht er einfach immer weiter runter, sodass ihr die bestmögliche Kombination habt, weil es ist ein bisschen schwierig, die besten Charaktere rauszufinden, weil ihr müsst euch dann durch ein unübersichtliches Wirrwarr an Charakteren, die halt nur 2% oder 3% geben und so weiter durchwühlen. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, macht es in dem Fall so, dass es weniger anstrengend und ich werde, glaube ich, auch nochmal ein Video dazu machen in den nächsten Tagen. Also, was so wieder die besten Teams dieser Season sind. Deswegen, ja, geht entspannt dran. Immer noch mit neu die Meldung, dass Dragon Ball Kakarot demnächst auf der Switch erscheinen wird. Und da bin ich mal gespannt, ob vielleicht der Kakarot Goku einen Free-to-Play Zenkai kriegen wird, weil why not? So, ne? Also der 24. wäre in dem Fall, ich guck mal gerade, zufällig ein Dienstag. Also ein Tag vor dem Update. Könnte also gut sein, dass wir hier einen Kakarot-Goku-Zenkai bekommen. Fände ich auf jeden Fall ganz nice, weil ich mag den Kakarot-Goku ehrlich gesagt super gerne. Und ich würde mir auch wünschen, dass noch mehr Charaktere kommen in der Hinsicht. Also so von Kakarot in dem Fall. Würde mich auf jeden Fall freuen. Was würdet ihr zu einem Kakarot-Zenkai sagen? Ich hoffe, dass er dann auch so einen Buff kriegen wird wie der Piccolo, dass er halt eher 30% bufft. Weil mit den anstehenden... wobei nein, der ist ja dann Zenkai, den kann man ja nicht als Anführer hinpacken. Ja, auf jeden Fall wäre das ganz cool, weil dann mit hätte man nochmal die Möglichkeit, ein anderes Saiyajin-Team zu spielen. Raditz könnte raus, hätte man den drin, hätte man nochmal die Möglichkeit, was anderes zu buffen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Diese drei Nachrichten fasse ich nochmal zusammen. Zenkai Broly ist zurück. Ich sag mal, für diejenigen interessant, die Movie-Saga spielen und den Gohan im Main haben, wäre auf jeden Fall hier der Zenkai Broly interessant. Für die, die den neuen Vegeta gezogen haben, ist natürlich der Gott Vegeta interessant, weil der den Zenkai bufft und die Sammelkampagne wurde zurückgesetzt. Auch da ist jetzt nicht viel passiert, wollte ich einfach nur erwähnt lassen. Wenn ihr eure Zeitkristalle aufsparen wollt, ist das auch kein Problem, weil ich denke mal, die werden auch irgendwann in den Rush wandern. Dann gibt es noch ein interessantes Update, das ich mir nur so erklären kann. Weil der Vegeta ja zum Beispiel eine Fähigkeit hat, wenn die gegnerischen Lebenspunkte auf 0 fallen und er, also der Charakter wiederbelebt wird, dann treten folgende Effekte XY ein. Das hatte noch irgendein Charakter. Das würde aber nicht funktionieren mit perfekte Form Cell und Super Saiyajin Son Gohan, weil
die wohl sich erst transformieren und dann ihr Leben aufladen. Jetzt wird es aber so sein, dass die erst ihr Leben kriegen und dann sich transformieren. Das heißt, auch da müsste der Effekt greifen. Ist eine interessante, es ist kein Nerf, es macht für die Charaktere selber keinen Unterschied, aber für alle Charaktere, die so einen Effekt haben. Und da wird dann wahrscheinlich in naher Zukunft nochmal mehr kommen. Was ich mich jetzt frage ist, ich habe den Effekt jetzt zwar nicht gelesen, aber der Survive Goku, der Super Saiyajin Blue, ob der davon irgendwas hat oder ob der davon betroffen ist, wird mich auch mal interessieren. So, meine Lieben, das war es auch schon mit den News. Ich hoffe, ihr habt Spaß an Dragon Ball Legends. Ich finde die Neuerungen ganz gut. Ich würde da so erstmal 7 von 10 Punkte für geben. Finde ich auf jeden Fall nice, dass sie mal so langsam wieder in eine Richtung kommen, wo man sich nicht über jeden Scheiß aufregen muss. Ich hoffe, das bleibt auch so und es wird weiterhin verbessert und wird nicht wieder irgendwann eine Kehrtwende machen, dass alles nur teurer wird. Ja, könnte es vielleicht entschieden worden sein, als Toshi sich sein Rückgrat, seinen Rücken verletzt hat. Ja, bin ich mal gespannt drauf. Nicht vergessen, Sonntag wieder Livestream. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich sage bis dann und ciao.